Hey Freunde, na, was ist anders an mir? Kommt schon, ihr kommt drauf. Schaut genau hin. Was ist anders an mir? Richtig. Ich habe eine neue Wohnung. Was? Bad? Welcher Bad? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich nehme euch jetzt mal mit in die Küche. Kommt mit. Hier seht ihr übrigens meinen Esstisch, auf dem ich essen werde. Aber auch mal was anderes, außer Plastik. Und hier drüben ist übrigens die Simone. Sag mal was, Simone. Hallo. Der Stuhl heißt Simone. Steht irgendwo. Und hier drüben ist ein Kühlschrank. Der Kühlschrank ist kleiner als ich. Darauf habe ich bestanden. Weil mit meinen 1,40 Meter da, ich weiß nicht, da fühle ich mich immer eingeengt. Und hier drüben ist eine Spüle. Dort werde ich unter anderem Sachen waschen, wie zum Beispiel mich oder Geld. Hier drüben haben wir eine Frau, die ist aber noch nicht angeschlossen. Und ja, hier ist ein kleiner Herd und ich nehme euch mal mit ins Schlafzimmer. Aber bevor wir ins Schlafzimmer gehen, habe ich hier noch einen weiteren Ort, wo weitere Magie passiert. Und zwar das Badezimmer. Ja, das ist es. Hauptsache das Badezimmer hat ein Fenster, sonst nichts Besonderes. Hier ist halt so eine kleine Abstellkammer noch. Dort kann ich mich verstecken und Leute beim Duschen beobachten, als würde ich das tun. Kommt schon. Ein bisschen vielleicht. Und jetzt kommen wir zu einer Ecke, auf die ich richtig stolz bin. Ihr kennt sicherlich das Bällebad, oder? Ich habe was viel Besseres. Ein Pappbad. Muss ich sicherlich noch einhüpfen, aber auf jeden Fall sind wir hier im Schlafzimmer. Hier steht noch nichts, nur ein paar Matratzen liegen rum. Das Futonbett muss noch gemacht werden. Ansonsten sehen Sie hier drüben einen Schrank, den man so seitwärts aufschiebt. Heilige Scheiße, hat er Probleme gemacht. Ja. Ansonsten haben wir halt für mich auch direkt eine Leiter mitbestellt, damit ich auch aufs Bett raufkomme, weil ich mit meinen 1,39 Meter habe da manchmal meine Schwierigkeiten. Lass uns jetzt mal ins Wohnzimmer. Hier sind wir im Wohnzimmer. Hier wird auch mein Arbeitszimmer entstehen. Also Wohnzimmer und Arbeitszimmer werde ich jetzt in einem haben. Da hinten in der Ecke werde ich halt den Schreibtisch noch hinstellen, den Greenscreen an die Wand nageln. Und hoffentlich wird das dann alles besser belichtet sein. Ansonsten haben wir hier drüben zwei Säcke. Dort befinden sich die Vormieter. Die Wohnwand mit Fernseher schon angeschlossen. Internet bekomme ich erst am 5.6. Das heißt, es dauert noch circa 2 Wochen, denke ich, glaube ich. Und außerdem fehlt hier noch die andere Seite. Aber da meinten die auch, hey, so in 1-2 Wochen rufen wir dich an und dann kannst du abholen. Ansonsten gibt es hier so eine kleine Spielerei. Dieses Bett da unten, das leuchtet, das wechselt auch die Farbe. Glaube ich, manchmal, an guten Tagen. Ne? Na, habe ich euch zu viel versprochen? Habe ich euch zu viel versprochen? Heilige Scheiße, ist das unnötig. Und ansonsten befindet sich da drüben halt der Balkon. Aber der... Ihr wollt den Balkon sehen, ha? Ich filme aber nicht gern draußen. Die Luft scheint frei zu sein. Das ist mein Balkon. Ja, das war's eigentlich. Ich konnte jetzt nicht von Anfang an rumfilmen, weil ich weiß nicht, es kommt vielleicht ein bisschen komisch, wenn meine Kollegen und Verwandten irgendwie Sachen schleppen und ich daneben alles vlogge. Nein, das kommt nicht gut. Ich werde immer wieder, wenn sich hier was aufbaut oder was Neues dazukommt, weiter filmen natürlich. Ich werde euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, was sich hier so verändert. Und ansonsten, was mit meinem Bart los ist. Okay, ja, es stimmt, ist keine optische Täuschung. Er ist weg. Ganz einfach, ich habe meinen Aufsatz verloren für den Rasierer und... Ich hätte natürlich alles mit einer Schere, alles auf eine Größe bringen können, aber dann dachte ich mir eher, weg damit. Und das sieht richtig gut aus, ne? Das sieht richtig gut aus, ja, danke. Und ja, das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis später. Schlag mir mal ins Gesicht. Du hast echt zugehauen. Läuft? Ja.